Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Bali Berseri. Guten Abend, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie heute bei timetodo.ch wieder dabei sind. Die Themen, die ich heute zusammengestellt habe, sind alles Themen, die mit uns zu tun haben, mit uns als Menschen. Beginnen will ich gleich mal, indem ich Ihnen von meiner Lieblingspflanze, wer weiß es, richtig, Moringa, den neuen Trailer zeige. Es gibt einen Film. Die Dame, die ihn gemacht hat, kennen Sie auch. Sie war bei mir schon im Studio und ist eine Filmemacherin, die für viele Themen die Filme und die Dokumentationen macht. Und zwar geht es um die Renate Indgruber. Sie hat auch den Film gemacht, übrigens über die Engel, den Sie bei uns im Shop finden. Und jetzt gibt es einen neuen Film über Moringa und den Trailer will ich Ihnen mal zeigen. Ja, dass das Leben neu begonnen hat. Wo ich fest dran glaubte, es geht nichts mehr. Geht wieder wunderbar wie neu. Ich habe seit 35 Jahren Arthrose. Und ist klar, da hat man immer Schmerzen. Und dazu kam noch ein Oberschenkel-Halsbruch. Also ohne Schmerzen ging es gar nicht. Und vor einem halben Jahr hat ein Bekannter mich bekannt gemacht mit Moringa. Und seitdem ich das nehme, ich hab überhaupt keine Schmerzen mehr. Also es ist wunderbar. Ich fühle mich fast wie ein junges Mädchen, kann man sagen. Ich kann Golf spielen, ich kann ins Fitnesscenter gehen. Also mir geht es wunderbar. Keine Schmerzen, nichts. Was will man mehr? Also ich kann nur darauf schwören. Ich nehme seit circa einem Jahr Moringa und habe Erfahrungen dahingehend gemacht, dass mein Blutdruck sich reguliert hat. Ich hatte auf meinem Kopf kahle Stellen, die langsam wieder zuwachsen. Dann hatte ich hier sehr viel Sonnenflecken, die ich mit Moringaöl auch in den Griff bekommen habe und habe sogar abgenommen, ohne eine Diät zu nehmen. Ich habe viel Action in der Schule und da habe ich einfach gemerkt, dass der Moringa mir sehr hilft. Also ich kann mich viel mehr konzentrieren, ich kann mir einige Sachen viel besser merken und ich bin einfach auch aufnahmefähiger. Ich habe es wieder genommen und nach 2 Tagen war die Übelkeit wieder weg, komplett. Und da wusste ich, das ist Moringa. Ich habe jahrelang Ärzte und Heilpraktiker ausgebildet im Bereich orthomolekulare Therapie, sprich Nährstoffkunde. Und es hat mich immer gestört, dass ich den Menschen morgens 5, mittags 12 und abends noch einmal 7 Kapseln, wie auch immer, zusammengesetzt geben musste. Und das hat meistens nicht richtig funktioniert. Und dann habe ich schon über 10 Jahre nach etwas gesucht, wo eigentlich alles drin ist oder fast alles drin ist. Und das habe ich hier gefunden in der Moringa.
Die Moringa ist eine Pflanze, die wirklich alle Stoffe enthält und das in einer Form, dass sie wirklich zu 100% bioverfügbar sind. Das heißt, der Körper kann alle Stoffe, die in der Moringa enthalten sind, praktisch zu 100% aufnehmen und das ist außergewöhnlich. Die Aminosäuren gehören zu der Gruppe der Proteine oder Eiweiße und sie sind ganz wichtig für den Aufbau des Körpers. Und zwar produzieren wir ja Hunderttausende von Zellen jeden Tag neu und sie werden auch Hunderttausende von Zellen jeden Tag wieder abgebaut. Und um diesen neuen Aufbau wirklich gut gewährleisten zu können, brauchen wir diese Aminosäuren. 20 gibt's und Tatsache 18 hat die Moringa und da unter anderem auch die 8 essentiellen, die wir brauchen, die der Körper aber leider nicht selber herstellen kann. Und die müssen von außen zugeführt werden und die Moringa ist eine optimale Pflanze, sie alle im richtigen Verhältnis in den Körper zu bringen und wirklich für unsere Gesundheit zu sorgen. Das ist in die Richtung jetzt für mich ganz, ganz wichtig. Wenn ich hier Moringa produziere, egal ob ich da jetzt einen Tee herstelle oder ein Material mache, was ich raus an die Leute schicke, dass das mit unwahrscheinlicher Freude und guter Energie gemacht wird. Die Leute, die für mich arbeiten, die sollen mit Freude arbeiten, die sollen das freiwillig machen, die sollen das gern machen. Die erste Hälfte des Lebens ist vorbei. Viel erlebt, viel erreicht, viel Wissen aneignen können, aber es hat mich nicht erfüllt. Und irgendwie habe ich mir gewünscht, dass was für, zumindest für die zweite Lebenshälfte, was richtig Sinnvolles auf mich zukommt. Ja, und ich bin rein in die Meditation, ich habe richtig fordernd irgendwie nach oben gerufen. Ja, ihr da oben, ja, tut mir einen Gefallen, schickt mir was, ja, wo wirklich sinnvoll für die Welt und für die Menschen ist. Okay, die Blätter, wie Salat, als Spinat, die Schoten, kann man ganz roh essen, schmeckt super lecker, ein bisschen nach Radieschen, wenn man sie kocht, nach Bohne und wenn man sie anmacht wie ein Salat, hat es einen ähnlichen Geschmack wie Speichel. Hier haben wir schön die Blüten und sogar die Blüten kann man essen. Ich pflück mal eine, das ist eigentlich das, was ich am allerliebsten mache vom Moringa. Wenn man den richtig gut zerkaut, dann merkt man manchmal den Honig, den sich die Bienen holen. Am Anfang haben wir nicht alles geglaubt, wir waren ein bisschen skeptisch. Aber mein Mann war Parkinson krank, er konnte alleine nicht anziehen, nicht Auto fahren. Und nach 3 Tagen, der Moringa genommen hat, er konnte alleine sogar Fahrrad fahren, konnte alleine anziehen, Auto fahren. Und das war für uns die klare Demonstration, wie gut die Pflanze für die Menschen ist. Das ist für uns ein Paradies. Ich verbringe hier meine Freizeit. Wir sind sehr glücklich, wenn wir hier oben durch die Moringa gehen. Beste Pflanze der Welt. Meine Pferde, seitdem ich Moringa habe, fütter ich an meine Pferde Moringa, wobei eine Stute auch einen Darminfekt hatte, den ich mit dem Tierarzt über längere Zeit versucht habe, in den Griff zu bekommen. Leider ist uns das nicht gelungen. Und ich habe den Pferden, also meinen beiden Pferden, jetzt, die ich jetzt noch habe, Moringa gefüttert. Und das ist auf einmal weg. Es ist nicht mehr da. Auch genauso ähnlich wie bei mir mit der Bonjen hat sich das beim Pferd in Luft aufgelöst. Also ganz toll. Also in diesem Moringa scheinen doch Stoffe und gesunde Dinge drin zu sein, die man gar nicht so wahrnimmt. Aber die einem doch helfen. Die Moringa-Pflanze ist die vitalstoffreichste Pflanze, die jemals entdeckt wurde und deswegen ein Geschenk des Himmels für den Menschen, der auch in den entwickelten Ländern unterversorgt ist mit Vitalstoffen. Die Inhaltsstoffe von Moringa wurden in einem unabhängigen Labor untersucht und sind tatsächlich erstaunlich. Wenn mit Moringa so diese Vorräte aufgefüllt werden und man irgendwann nur noch eine
Das habe ich nicht unmittelbar so sensationell gemerkt, als wenn dann irgendwann die Vorräte so aufgefüllt sind, dass man nur eine ganz kleine Menge braucht, dass der Körper sich entspannt und denkt, wow, jetzt kriege ich endlich das, was ich brauche. Und da brauchen wir jetzt also keine jetzt irgendwie Unmengen jetzt von Moringa mehr. Ne? Also bei mir meine Dose so 1 bis 2 Teelöffel am Tag, das ist ja nicht viel. Allerdings, wenn man sieht, wie das gewonnen wird, dann sieht man ja, was für ein Konzentrat das ist. Nicht? Also dass auch so ein Haufen Blätter werden da so 2 Teelöffel. Nicht? Das ist glaube ich schon ganz besonders. Ja, liebe Zuschauer, Moringa, eine unglaubliche Pflanze, eine Pflanze, die eigentlich für uns fast alles das bereithält. Mir sagte vor kurzem jemand, der sich mit diesem Thema gut auskennt, wenn du frisches Wasser hast und 2 Moringa-Bäume, kannst du 2 Jahre überleben. Nachteil bei uns, im Freien wachsen sie nicht, weil sie natürlich keine kalten Temperaturen gewohnt sind und sie wachsen sehr schnell, aber ein Bekannter von mir hat die als Zimmerpflanze, wie es so andere kleine Bäume gibt, die sie im Zimmer halten können. Der ist mittlerweile so groß und hat so einen Durchmesser. Und er sagt, seinen Tee macht er selber und die Blüten und die Schoten. Und im Sommer stellt er dann raus, im Herbst holt er dann wieder rein. Und er sagt, er ist eigentlich rundherum zufrieden und spart natürlich einen Haufen Geld. Aber er hat gesagt, er muss aufpassen, bei der Aufzucht muss man sich natürlich ein bisschen konzentrieren. Thema Inhaltsstoffe, da schauen wir gerade noch mal. Denn der Moringa-Baum hat natürlich auch irre Inhaltsstoffe. Und hier habe ich das mal aufgelistet von einem Zuschauer, der es mir zugeschickt hat. Und zwar, die Quelle ist der Professor Louis M. de Bruyne. Der macht diese Tests darüber, International Research Moringa Tree of Life. Die folgenden Analysedaten des Blattpulvers wurden mit den Nähr- und Vitalstoffangaben von 1058 Lebensmitteln verglichen. Zur Gegenüberstellung wurde das Ernährungsinformationssystem der Universität Hohenheim genutzt. Die gleiche Menge Moringa-Pulver enthält. Also das bedeutet, wenn Sie jetzt 100 Gramm, sag ich mal, Eier essen und essen 100 Gramm Moringa-Pulver, dann hätten Sie 1,3 Mal mehr essentielle Aminosäuren oder 1,9 Mal mehr Ballaststoffe als Weizenvollkorn, 4,5 Mal mehr Vitamin E als Weizenkeimlinge, etwa so viel Vitamin C wie ein Obstsalat, immer in der gleichen Menge natürlich, 2,4 Mal mehr Beta-Carotin als Karotten, 6,9 Mal mehr Vitamin B1 und B2 als Hefe, so viel zum Thema kann nicht produziert werden für nicht Fleischesser, 4,7 Mal mehr Folsäure als Rindleber, 3,4 Mal mehr Kalium als eine Banane, 2,2 Mal mehr Magnesium als Braunhirse, 1,3 Mal mehr Zink als Schweineschnitzel, 8,8 Mal mehr Eisen als ein Rinderfilet, 17 Mal mehr Calcium als Kuhmilch, und zwar als Vorzugsmilch, 2 bis 3 Mal mehr augenschützendes Lutein als Grünkohl, 6 Mal mehr herzschützende Polyphenole als Rotwein, 37 Mal größere antioxidative Aktivität als Weintrauben, 6 Mal mehr Alpha-Linolsäure Q3 als Linolsäure. Und dann ist da auch nochmal eine Inhaltsangabe drauf, ein Hinweis auf Wikipedia, auf den sogenannten Meerrettichbaum und Inhaltsstoffe, so heißt er. Und er schreibt da natürlich, dass dieser Dr. Lowell, dem Direktor von Church World Science, Moringa Oliveira, ist ein ganz natürliches, kostengünstiges und leicht zugängliches Multivitamin. Und wenn ich mich auf eine Pflanze festlegen müsste, die den maximalen Nutzen für die Menschheit hat, hätte ich Mühe, eine bessere wie Moringa zu finden.
Der Proteingehalt liegt bei knapp 30%, anders als bei vielen anderen pflanzlichen Eiweißquellen, liegen aber alle essentiellen Aminosäuren in einem ausgewogenen Verhältnis vor und sind daher für den Körper sofort verwehrt und nutzbar. Gleichzeitig sind die Blätter aber noch eine Ausnahmeerscheinung in Bezug auf den Vital- und Mineralstoffgehalt. Der Moringa-Baum ist außerordentlich hilfreich gegen ernährungsbedingte Krankheiten, ein Phänomen unter den Nahrungs- und Heilpflanzen. Professor Klaus Becker vom Tropenzentrum der Universität Hohenheim. Ein besseres Statement für eine Pflanze kann es eigentlich nicht geben. Natürlich finden Sie sowohl den Hinweis zu Moringa Garden auf unserer Website www.timetodo.ch. Dort können Sie draufklingen, dann sind Sie bereits vor Ort. Und Sie können natürlich auch in den Shop gehen, dort gibt es den Tee und noch andere Moringa-Produkte. Und viele Menschen schwören nicht nur auf die Kapseln, sondern auch auf die Moringa-Produkte, die es so gibt. Zum Beispiel, Sie kennen das alle, im Winter tun wir uns mit diesen Stiften auf die Lippen so ein Gel schmieren oder was. Ich will jetzt da keinen Markennamen nennen, um die spröden Lippen zu verhindern. Das gibt es mittlerweile auch mit dem Moringa-Wirkstoff. Wie gesagt, all diese Dinge finden Sie auf dem Time-to-Do-Shop. So viel zu dem tollen Moringa. Dann möchte ich Sie noch informieren über einen weiteren Anlass. Die Zuschauer, die time2do.ch regelmäßig verfolgen, wissen natürlich, dass wir auch immer wieder Veranstaltungen vorstellen über die Themen, die auch bei Time-to-Do-Thema sind, dass Sie das sich auch mal von den Menschen direkt vor Ort anhören können. Zum Beispiel hier, das Top-Info-Forum veranstaltet einen Impulstreff, und zwar zum Thema Zukunftsforschung, wenn die Regie danke, am 11. Januar 2014 in Untertulmerbach bei Wien. Für alle österreichischen Zuschauer um 12 Uhr am 11. Januar beginnt das. Dort treffen Sie dann den Klaus Sambor, den Joe Greisel, der auch schon bei mir in der Sendung war, Dietmar Meyer, Roberto Reuter, Dr. Franz Hörmann. Und danach findet noch ein Abendessen statt. Wenn Sie aus Österreich oder aus einem anderen Land zuschauen und haben Interesse, an diesen Kongress in der Nähe von Wien zu gehen, Tickets gibt es unter topinfoticket.com. Hier unten sehen Sie die Website und wie gesagt, wird durchgeführt vom Team um das Top-Info-Forum. Die Organisation hier macht der Günther Deutschinger. Und da, wie gesagt, steht es noch einmal im Gasthof zur Post, in der Hauptstraße 5 in Untertulnerbach in der Nähe von Wien. So, dann haben wir das auch. Und jetzt schauen wir uns noch eine E-Mail an, die ich bekommen habe. Sie wissen, liebe Zuschauer, ich bin immer sehr dankbar über Hinweise, die aus der Zuschauerseite kommen. Natürlich gibt es auch immer wieder Dinge, die ich einfach nicht mehr kommentiere, weil ich das schon so oft in den Sendungen gesagt habe. Und wie gesagt, wenn man einmal zufällig schaut und fragt mich dann, wo finde ich die Sendung, sage ich, Leute, dann fangt mal an, einfach euch ein bisschen mit der Sendung zu beschäftigen. Wenn man im Internet Time to Do eingibt, dann bekommt man auch alle Informationen. Und wir sind nur ein kleines Team, und ich kann dann nicht jede Frage beantworten, die ich eigentlich mit 3, 4 Mausclips selbst herausfinden kann. Dann gibt es aber Menschen, die beschäftigen sich sehr eingehend, und das finde ich ganz toll, mit den Themen, die ich in den Sendungen habe, und hören auch genau zu, was ich sage, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, und schicken mir wieder immer Informationen, die auch natürlich helfen, mich zu verbessern, die Sendung zu verbessern und viele Dinge auch zu hinterfragen oder eine andere Art zu begreifen. Schauen wir mal, was mir da die Konstanze am 30. November schreibt. Lieber Norbert, sehr gern sehe ich Ihre Sendung. Ganz besonders begeistert war ich über die Sendungen mit Kurt Sieber. Er ist so ein herziger Mensch, stundenlang könnte ich ihm zuhören. Könnte Sie ihn wieder einladen, damit er seine Themen noch besser vertiefen kann, damit er noch mehr von seinem Wissen weitergeben kann. Es tut mir so gut, seinen Worten zuzuhören. In all den psychopathischen Wahnsinn, der um uns herum, ist es Balsam für die Seele.
Eines ist mir aber aufgefallen, sehr oft sprechen Sie von wir. Zerstören die Erde, wir schaden der Erde, offensichtlich scheint es so zu sein. Aber ich glaube, so ist es nicht. Nicht wir richten diesen Schaden an, sondern die, die sich dazu auserwählt fühlen. Diese Wesen, die unsere Erde in ihrem Würgegriff haben. Gewiss, es gibt noch genug Menschen, die da aus den verschiedensten Gründen mitmachen. Es zieht sich jedoch wie ein roter Faden durch unsere erdgeschichtlich gesehene jüngste Geschichte, wer die treibende Kraft ist und versucht, die Menschen so zu manipulieren, zu belügen und zu betrügen, dass sie mitmachen bei diesem Wahnsinn. Leider oft genug mit Erfolg. Es sind schließlich keine Dummköpfe, die sich diesen Wahnsinn ausgedacht haben und ausdenken. Sonst könnten sie das nicht über so viele Hunderte oder Tausende Jahre umsetzen. Herr Siebert hat das ja gut erklärt, wie es dazu kam. Aber ich denke, wir wollen nicht, dass die Erde noch mehr, dass der Erde noch mehr geschadet wird. Wir wollen nicht, dass dieser ganze Wahnsinn, den die EU, Israel, die Banken durchdrücken wollen, weitergeht. Wir wollen nicht, dass jede Menschlichkeit vernichtet werden soll, auch wenn viele Menschen wohl noch nicht alles durchschauen. Aber wenn man mit den Menschen redet, dann wissen sie, dass nicht in Ordnung ist, was passiert. Egal wo auf der Erde. Viele Menschen gehen schon einige Wege, entziehen sich diesem System auf ihre Weise, ihre Energie und damit die Unterstützung. Das sind wir. Deshalb wäre es vielleicht gut, wenn auch in unseren Köpfen und in dieser Hinsicht mehr Klarheit herrscht. Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Nutzen wir es. Es geht dabei nicht um Ausgrenzung, die anderen machen das Böse alles. Nein, es geht um Klarheit. Wir wollen diesen Weg nicht mehr mitgehen. Wir werden einen anderen Weg gehen. Dafür ist auch sprachlicher Ausdruck wichtig. Oder fühlen Sie sich angesprochen, wenn von den vielen Zuhörern, wenn von den vielen Zerstörungen die Rede ist. Fühlen Sie sich als Mitmacher bei den chinesischen Maschinen, die den brasilianischen Urwald restlos zerstören wollen? Fühlen Sie sich als Mitmacher von Harp und Chemtrails? Gehören Sie zu diesem Wir? Nein, das tun Sie nicht. Warum sagen Sie es dann? Verstehen Sie, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte? Viel Erfolg auch weiterhin mit Ihren Sendungen. Es ist toll, dass es Sie und Time to Do gibt. Liebe Grüße, Konstanze H. Erstmal Dankeschön, Konstanze. Natürlich mache ich da nicht mit. Das Gegenteil, ich versuche viele Informationen den Menschen zu geben, dass sie sehen, was eigentlich im Namen des Profits so alles auf unserer Welt geschieht. Und die Menschen wissen nicht mehr, dass zum Beispiel der Urwald die grüne Lunge unserer Erde ist. Und wenn die Wälder immer mehr weggeschnitten werden, weil man billig das Holz nach China oder zu anderen Produktionsstaaten überführt oder weil wir meinen, wir müssten dann Holzschnitzelheizungen herstellen, obwohl wir längst auf alle natürlichen Brennstoffe verzichten könnten, dann betrifft das mich natürlich schon, denn ich spiele da nicht mit. Und es war ein guter Hinweis und ein guter Tipp von dir, mich auch letztendlich darüber zu kontrollieren, und in Zukunft werde ich bei diesen Formulierungen darauf achten, dass vielleicht so ein Satz, es wird viel zerstört in dieser Welt, aber wir würde bedeuten, dass ich und andere, die auch diese Dinge nicht möchten und wollen, dass wir andere Wege gehen, dass die sich da beteiligen würden. Nochmal zum Kurt Sieber, ich habe es schon mal gesagt. Heiligabend gibt es eine Sondersendung, die heißt Unsere Gedanken zu Weihnachten. Und da sehen Sie wieder den Kurt Sieber, die Alexa Hubler-Rieder und meine Wenigkeit bei diesem wunderschönen Anlass. Und da freue ich mich auch heute schon drauf. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch eine weitere Geschichte, auf die ich nochmal hinweisen möchte. Und zwar viele Mails bekomme ich zu dem Thema altes Wissen. Bei mir im Studio war der Esra Vogelsang und die Claudia Stürzinger und sie haben uns das Thema die Krippengeschichte, die Weihnachtsgeschichte vorgestellt in ihrem Buch, was sie auch bei uns im Shop finden. Und zu dem ganzen Thema, wer dieses geheime Wissen, dieses verborgene Wissen, was hinter der Kabbala steht, und die Kabbala ist nicht irgendeiner Religion zuzuordnen, sie ist allgemein und sie ist für alle, gleich welcher Religionsgemeinschaft Sie heute angehören. Aber es gibt viele Informationen, die uns viele Sachen ins rechte Licht rücken lassen. Und dazu gibt es ein Seminar hier in der Schweiz. Und zwar der tiefere Sinn der Krippengeschichte am Samstag, den 14. und Sonntag, den 15. Dezember in Wangen an der Aare im Hotel Alponte. Und alle, die sich da anmelden wollen, haben hier Infos zur Anmeldung entweder über die Telefonnummer 0049
0173 593 7475 oder über die E-Mail-Adresse info@kedemzentrum.com. Ich wiederhole noch einmal die Telefonnummer 0049 für Deutschland, die 173 593 7475 oder per E-Mail an info@kedemzentrum.com. Und außerdem ist an diesem Zentrum auch noch eine weitere Geschichte. Und zwar findet die statt dort, wo das KEDEM-Zentrum sitzt, und zwar im Hof Heilenbergen in der Nähe von Heilbronn. Und dort bin ich am 27. in einem Workshop zu dem Thema die Zukunft der Menschen oder die Zukunft des Menschen. Und am 28. oder umgekehrt, ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube 27. habe ich den Workshop und 28. die Alexa Hubler-Rieder zu dem Thema Finde deine Kraft. Also Informationen für uns Menschen, wie wir uns entdecken können. Nicht, wo sind meine Finger noch, wie sehe ich aus, das meine ich nicht. Die Werte und die Möglichkeiten und die Fähigkeiten, die in uns liegen. Viel, viel wichtiger. Über das Äußere hören wir jeden Tag, brauchen wir nur Radio und Fernseher einschalten und hier ins Internet zu gehen oder über andere Medien. Und wir werden vollgetextet von Dingen, die um uns herum, die im Außen passieren. Und natürlich betrifft es mich auch auf gewisse Weise, wenn ich höre, dass Nelson Mandela gestorben ist, weil er war einer dieser Ideale, von denen die Menschheit viel mehr braucht. Aber wenn ich dann diese ganzen schönen Reden höre, die überall gehalten werden, und dann kann ich Ihnen genau sagen, was darauf folgt. Zwei Tage später ist es vorbei, wir gehen über zum Tagesgeschäft und es wird genau damit weitergemacht, was jeden Tag unsere Medienberichte füllt. Dieser Mann hat dafür gelebt, um uns in eine Richtung zu weisen und uns zu zeigen, dass Menschlichkeit und das Vertrauen in sich, was man hat, der Mann war 27 Jahre eingesperrt, weil er für Freiheit und für Menschlichkeit und für Gleichheit eingestanden ist. Er war für mich neben Gandhi, Martin Luther King, Kennedy, einer der größten Männer, die ich in der Zeit, in der ich hier auf der Welt bin, kennenlernen durfte. Nicht persönlich, leider, aber das Wissen über sie und was sie vertreten haben. Und das sind solche Dinge, wo man vielleicht einen Bericht drüber machen sollte, aber nicht über die schönen Reden, die gehalten werden, egal ob vor der UNO oder vor Parlamenten oder sonst was. Das sind alles für mich so Alibi-Bekundungen. Das ist rein meine persönliche Meinung. Es wäre interessant gewesen, das Leben von Nelson Mandela zu verfilmen und an diesem Tag das mal weltweit zu senden, dass die Menschen genau erfahren, wer das ist. Und das werden so Punkte sein, die Sie am Hof Heilenbergen, gleich nach der Pause, werde ich Ihnen noch einmal die Einladung zeigen, auf diesem Workshop und während diesen spirituellen Weihnachten erleben können. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie bei mir waren bis zur Pause und ich hoffe noch nach der Pause. Wir sehen uns gleich wieder nach der folgenden Werbung. Alois Irlmeier. Ich seh's ganz deutlich, der Titel einer außergewöhnlichen DVD. Seit Anbeginn der Zeit sind die Menschen von der Zukunft fasziniert. Hellseher, Weissager, Propheten, diese Menschen faszinieren uns mit ihren Ausblicken in eine Welt, die vielleicht noch vor uns ist. Sichern Sie sich jetzt eine aufschlussreiche und außergewöhnliche DVD über das Leben des Propheten Alois Irlmeier. Einer, der von uns war, einer, der zu uns kam und einer, der nie aus sich etwas Besonderes gemacht hat. Jetzt im Shop bei timetodo.ch. Und schon sind wir wieder da. Nach unserer kurzen Unterbrechung. Hier noch einmal die Information zu dem Thema spirituelle Weihnachten auf dem Hof Heilenbergen. Von 24. bis 29. Dezember. Und da sehen Sie auch die Workshops mit mir, mit der Alexa Hubler-Rieder, der Claudia Stürzinger und dem Esra Vogelgesang. Und wenn wir runtergehen, das kann ich Ihnen natürlich auch wärmstens empfehlen. Fantastische Küche, ich dürfte die schon zweimal genießen.
Und wenn wir jetzt hier unten hinschauen, Workshop Weg zur Gottesgeburt, Tarot und innerer Wandel, Zukunft des Menschen, erwecke deine Kraft, Rituale und Traditionen, Meditationen umrahmt von weihnachtlicher Stimmung, Meditation und gutem Essen. Gesamtarrangement mit Vollpension, das sehen Sie da unten drunter, wenn Sie auf die Webseite gehen oder sich direkt telefonisch in Verbindung setzen mit dem Esra Vogelgesang oder der Claudia Stürzinger. Da können Sie alle Fragen noch stellen, die Ihnen vielleicht noch nicht beantwortet sind. Und dann, liebe Zuschauer, sehen Sie natürlich auch, was da noch alles geboten wird. Und das bekommen Sie natürlich. So. Unser zweites Thema heute ist ein ganz Außerirdisches, was wir innerirdisch immer wahrnehmen. Außerirdisch, vielleicht hat der eine oder andere schon was von dem Kometen Ison gehört. Das ist der, der an uns vorbeigezischt ist, um den Merkur herum und sich auch um die Sonne herum windet. Und da wird viel geredet, da wird von Jahrhundertkomet gesprochen und so weiter. Wir dürfen nicht so vermessen sein und heute hatte ich einen Leserbrief oder eine Leser-E-Mail bekommen, die das ganze Thema von Astrologie und so, und ich höre dann immer diese Thematik, dass das alles mit uns nichts zu tun hat und dass allein der göttliche Wille und diese Dinge. Von manchen Punkten aus betrachtet stimme ich dazu, aber wir wissen, dass alles, was um uns bewegt und was um uns ist, mit uns in Verbindung steht. Wir sind mit allem verbunden. Und da kann ich nicht sagen, nee, die Planeten schließe ich mal aus. Und wir merken immer, wenn es gewisse Veränderungen gibt in unserem Sonnensystem, betreffen die sehr wohl unsere Erde und unser Leben. Auch wenn ich mich da zurückziehe hinter die Wand des ewig Göttlichen und sage, nee, alles ist Gottes Wille, alles ist Gottes Wille, so kann ich natürlich auch Kriege verargumentieren und alles andere, was der Mensch da so anstellt. Und da bin ich nicht der Meinung, denn viele Dinge haben Konsequenzen für uns. Und vor Jahren wurde immer mal wieder berichtet, ja, uns ist alles gleich geblieben, auch so die Erdbeben sind gleich geblieben und alles. Und dann verfolge ich das über eine längere Zeit und stelle fest, auch da wird nicht die Wahrheit gesagt. Die Erdbeben steigen an. Ich will Ihnen jetzt mal auf einer Karte nur zeigen, wo es wie stark alleine heute auf der Erde überall gebebt hat. Wir hier in Mitteleuropa, Schweiz, Deutschland, Österreich, in diesem Gebiet haben nicht viele Erdbeben. Warum? Weil wir einfach Glück haben, dass diese einzelnen tektonischen Platten nicht so verlaufen oder andere geologische Formationen nicht so sind, dass sie mehr Erdbeben auslösen. Aber es muss nicht für immer sein. Und wir haben schon öfter gesehen, wenn wir anfangen, irgendwelche Spielereien zu machen, diese Erdwärmebohrungen und lauter solche Dinge, dass plötzlich unser Planet anfängt zu reagieren. Und jetzt schauen wir uns mal die Liste an. Sie finden auch alle diese Dinge wieder und die entsprechende Website, der Hinweis, unter meinem Beitrag. Dann können Sie sich das auch selbst anschauen. Sie sehen hier oben die Karte. Alles, was da rot ist, sind die Beben der letzten Tage. Ich habe das mal beschränkt auf den 6.12. Das war, was haben wir heute? Haben wir heute 7.? Heute haben wir den 6. Ach, heute ist ja Nikolausi. Ja, genau. Also, und da sehen wir, jetzt schauen wir uns mal an, hier vorne ist die Zeit, 6.12.2013. Da oben ist dann die Uhrzeit, 19.22 Uhr als Beispiel oder 18.06 Uhr und 34 Sekunden, der Breiten- und der Längengrad und die Stärke. Und wenn Sie jetzt sehen, alle, die hier drauf sind, sind alle von heute. Alles registriert von einer Erdbebenwarte, also einem Messinstitut. Und jetzt schauen wir mal, alles, was so Stärke 1, 2 hat, das merkt man kaum. Aber wenn es in Richtung 4,5 geht, dann sieht man das natürlich schon. Da haben wir das erste, hier haben wir das zweite, 4,5 in Philippinen. Da haben wir in Eastern Mediterranean 4,4. In Indonesien 4,3. Vor Chile 4,4. Kaschmir, Sie haben Border-Region, in der Pakistan, Indien, Kaschmir 4,2, Argentinien 4,5, dann 4,1 vor Chile, nochmal 4,5 in Chile,
Dann das stärkste war, glaube ich, eins mit 5,5, 4,8 vor Chile, 4,7 Sumatra, Indonesia, hier wieder vor Chile, 4,5, 4,1, 3,5, 2. Also, und es sind an der Zahl ungefähr 40 Beben an einem Tag. Und wenn Sie das Ganze zurückblättern, hier haben wir jetzt 24 Stunden. Wir können auch auf 1 bis 4 Tage gehen oder 4 bis 7 Tage. 7 bis 31 sind die Listen unendlich lang. Und das erstellt sich automatisch von diesen verschiedenen Erdbebenwarte. Das Gleiche gilt für Vulkane. Auch hier gibt es zum Beispiel Alarmänderungen, Eruptionen. Und da können Sie dann draufgehen und automatisch erstellt. In den letzten Tagen gab es keine Eruption. Ist schon mal eine positive Nachricht. Dann geht es natürlich auch über das Thema Meteoriten, über das Thema Nahbeben und über alle die Dinge, die unseren Erdball hier zum Schütteln bringen. Diese Seite können Sie sich natürlich anschauen und die Seite zeigt Ihnen dann, wo, wie viel gebebt wird. Informieren Sie sich selbst, dann brauchen Sie sich nicht verlassen auf die Aussagen von Dritten oder auf irgendwelche Beschwichtigungen, denn das ist ein Phänomen, genauso wie die Zunahme der Erdtemperatur, wie die Zunahme von Wind und Sturm, dass wir teils selbst verursacht haben, durch zum Beispiel Veränderungen von unserer Erdoberfläche, indem zum Beispiel die Wüsten größer werden oder immer weniger Waldflächen da sind und dann beginnt sich der Wind anders zu formieren. Die andere Geschichte ist natürlich, dass wir darauf achten müssen, da auch nicht in Panik zu verfallen. Deswegen sage ich immer, stellen Sie sich die Dinge so vor, wie Sie sie möchten. Und unser Planet, je mehr wir sich je mehr wir uns mit ihm verbinden, desto mehr kriegen wir wieder das Gefühl, wie wir zu leben haben und wie wir eigentlich als natürlicher Bestandteil dieses Planeten leben sollten. Und jetzt kommen noch die besonderen äußeren Einflüsse dazu. Ich zeige Ihnen jetzt mal auf dem Monitor, für alle die natürlich interessant, die das Thema nicht im Internet verfolgen können oder die vielleicht gar nicht wissen, dass es das im Internet gibt. Hier sehen wir jetzt die letzten 5 Tage, wie sich zum Beispiel Sonnenstürme entwickelt haben. Und ich habe es leider nicht größer, es ist ein Original, was von der NASA zur Verfügung gestellt wird. Da unten, die Sonne ist das in der Mitte. Da ist so ein Kreis drum gelegt, weil das so hell wäre, dass wir es dann nicht erkennen könnten. Also, das ist die Sonne und das, was Sie hier am Rand sehen, das hier, dieses Blitzen, das sind sogenannte Sonnenstürme oder Sonnenflares. Da haben Sie es jetzt gerade wieder gesehen, wie das rausgezischt ist. Hier unten sehen Sie es gerade, da, puff, geht's wieder. Und da unten läuft die Uhr, jetzt ist sie am 4.12., am 1.12. Und da sehen Sie mal, was alleine in den paar Tagen, was die Sonne hier macht, was da passiert, wie das richtig abgeht. Und wir hatten bisher ja nur Glück gehabt, dass keiner dieser, wir wissen ja, die Sonne ist eine Kugel. Und wenn hier die Erde im Moment ist und hier gibt es einen Ausstoß, dann trifft er uns natürlich nicht. Wenn er hier ist, trifft er uns ganz wenig. Aber, und alle Wissenschaftler warnen davor, wenn so ein Sunflare uns mal mit voller Wucht trifft, dann wird es dunkel. Und wie gesagt, das große Problem ist, durch diese elektromagnetischen Entladungen werden viele elektronische Systeme zerstört. Von Satelliten angefangen, über Funkmasten, über Autoelektronik, über Maschinensteuerung. Und das ist zum Beispiel eine der Gefahren, wo Wissenschaftler heute hinweisen, bei allen Atomkraftwerken, die da stehen, dass sie sagen, wenn es euch die Leitungen zerbrennt und wenn die Kühlung ausfällt, müsst ihr in der Lage sein, vor Ort Leitungen und Aggregate zu haben, die den Kühlzustand aufrechterhalten, bis genügend Energie wieder zur Verfügung steht. Denn die Elektronik von so einem Kraftwerk würde dann auch ausfallen. Das heißt, dieses Szenario ist eins, da denkt gar keiner drüber nach. Natürlich bin ich auch froh, wenn unsere Welt nicht von Sonnenstürmen getroffen wird. Aber man muss damit rechnen. Kein Mensch will letztendlich zum Beispiel mit seinem Auto einen Unfall haben. Aber schauen wir uns die Statistik an. Jeder hat im Bereich von 25 Jahren mindestens einen Unfall.
im Schnitt, muss nicht für alle treffen. Gott sei Dank hatte ich meinen letzten vor 30 Jahren oder was. Und ich durchbreche dann die Statistik. Aber warum? Weil ich ständig mit höchster Aufmerksamkeit mein Auto bewege und auch damit rechne, dass man anderen Fehler machen kann und dass ein Vorfahrtszeichen für mich nicht heißt, da darf ich jetzt nicht rechts, nicht links schauen, einfach geradeaus weiterfahren. Nein, die ständige Achtsamkeit auf die Situation, auf das, was wir tun, wenn die da ist, dann leben wir im Hier und Jetzt. Nur wenn wir die Aufmerksamkeit dorthin lenken, was wir im Moment tun. Und so ist es auch mit diesem ganzen Thema der Einflüsse, der Erdbeben und so. Keiner will irgendwo Schaden erleiden, aber haben Sie gesehen, was in den Philippinen passiert ist? Und wenn ich jetzt in dem Verhältnis noch dazu höre, dass man mit irgendwelchen Technologien unser Wetter beeinflussen soll, und dann sage ich, Leute, habt ihr alle Informationen, habt ihr alles im Griff? Wisst ihr über die Wirkung von Winden, von Meeren, von Stürmen, von Fluten, von diesen ganzen Dingen so genau Bescheid, dass ihr genau wisst, wenn ihr auf den Knopf drückt und das verändert, was das in der Konsequenz auf die gesamte Zusammenhänge in unserer Natur und in der Bildung unseres Wetters, was das für Einflüsse hat? Das gleiche Thema haben wir doch bei Nanopartikeln. Geht's ums Gleiche. Wir bringen was in die Welt. Die ganzen Leute, die sich schon wieder ausrechnen, was sie verdienen können, die jubeln sich da einen weg. Und am Schluss haben wir das Zeug in allen unseren Nahrungsmitteln drin. Und wer ist jetzt verantwortlich? Sollen wir jetzt wieder mal anfangen, Schuldige zu suchen? Nein, wir müssen aufhören, solchen Unsinn zu machen. Und als ich gehört habe, dass jetzt in Autopolitur und in Sonnenschutzmitteln Nanopartikel sind von irgendwas, habe ich mir gedacht, Mensch, vor 20 Jahren habe ich auch noch mein Auto poliert. Und wisst ihr was? Das Auto hat auch geglänzt. Ohne Nanopartikel, Sie werden es nicht glauben. Und die Sonnenmilch, die wir damals hatten, benutze heute sowas gar nicht mehr, aber gesetzt den Fall, die hat auch vor der Sonne geschützt. Und kein Mensch hat gedacht, ich fliege jetzt mit meinem weißen Käsleib nach Gran Canaria übers Wochenende und knall mich 3 Tage von morgens bis abends in die Sonne, dass ich wohlgebräunt zurückkomme und gut aussehe. So einen Unsinn habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Erstens heißt Urlaub was ganz anderes, zweitens, der noch nicht in der Sonne war, sich dann 3 Tage in die Sonne zu legen, ist sowieso für den Körper der absolute Horror. Und sich dann noch mit Zeug einzuschmieren, mit Sonnenschutzfaktor 52 oder was, ist der nächste Unsinn. Da zeigt sich bei mir einfach die Intelligenz der Individuen. Wenn sie so einen Unsinn annehmen, das dann auch noch machen und sich dann wundern, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber das ist halt einfach das, was vorher auch die Konstanze mir geschrieben hat. Wir müssen anfangen, wieder die Realität zu sehen und uns nicht ständig leiten und bewegen lassen. Und hier haben wir jetzt nochmal zum Thema Realität den Weg unseres Kometen. Wie ISOP ist es das schon? Oder nein, das sind die Sunflares nochmal mit einem anderen Filter, wo man sie auch erkennen kann, auch in dem Zeitrahmen vom 1. bis zum 4. Dezember. Und da sehen Sie es wieder schön, immer dann, wenn es so blitzt und wenn es heller wird, so wie da oder jetzt hier, sehr schön zu sehen, da ist es wieder zu sehen, dann fegen diese elektromagnetischen Stürme weg mit einer irren Geschwindigkeit. Sie müssen sich vorstellen, wie groß die Sonne ist. Und wenn das in dem Zeitraum so macht, dann können Sie sich vorstellen, was da passiert, wenn so ein Ding durchs Sonnensystem fegt. Also, so viel zum Thema Sonnenstürme. Eine andere Thematik, die ich auch schon angesprochen hatte, Ison. Ison soll der Jahrhundertkomet sein. Man kann ihn sogar mit bloßem Auge sehen und zwar gerade jetzt zu der Zeit, immer mal, wenn der Himmel klar ist, rausgehen und schauen, ob Sie plötzlich eine Bewegung sehen, die wie so ein Strich aussieht, denn er hat einen großen Schweif. Was er aber macht und wie er läuft, das schauen wir jetzt mal auf dem kleinen Video von der NASA uns an. Der geht nur 1,5 Minuten. Um einmal zu sehen, wie der Komet sich überhaupt auf unserer Erde bewegt und was er danach macht. Thank you.
hier unten links können Sie immer das Datum verfolgen. August, September hat er den Mars passiert, jetzt passiert er die Erdumlaufbahn, aber nicht unseren Planeten, weil wir sind gerade auf der ganz anderen Seite. Und jetzt fliegt er wieder zurück. Jetzt sind wir schon im Dezember, da sind wir jetzt irgendwo und hier ist unser Planet. Und da, März, April, da könnte auch wieder eine Annäherung sein. Es ist immer schwer zu sehen. Das wollte ich Ihnen zum einen zeigen. Und dann gibt es noch eine zweite Geschichte, eine ganz tolle Aufstellung im Original, die Sie auch verfolgen können. Wenn Sie auf die Website gehen, www.jahrhundertkomet.de. Die tragen viel zusammen, da habe ich auch diese Bilder her, finde ich ganz toll, da macht sich jemand richtig viel Arbeit und hat schon über alle Kometen berichtet, die es da gab, da oben die Kometen, da können Sie dann draufgehen und können sich die ganzen Kometen Ison, dann Lovejoy, was es da alles gibt, an auch so Teleskope und so Dinge, also eine Seite, die sich sehr mit dem Thema Astronomie und den ganzen Vorgängen beschäftigt. Hier ist jetzt eine Seite drin, ganz toll, muss ich sagen, was die da gemacht haben. Und jetzt klicke ich mal da drauf, aus der Sicht unserer Erde, hier ist der Komet und hier ist jetzt die Bahn, die er fliegt. Jetzt drücken wir da mal drauf und dann lassen wir ihn mal fliegen. Und jetzt sehen wir, jetzt geht unsere Erde hoch. Jetzt würden wir ihn gar nicht sehen, weil das ist der Horizont. Und dreht sich und dreht sich und hier läuft der Komet. Dann gehen wir mal von unserer Sichtweise. Nein, das war der falsche. Und jetzt gehen wir da nochmal ganz zurück und starten da nochmal neu. Und das sehen wir jetzt. Hier, das wollte ich Ihnen zeigen. Entschuldigung. Sonne, Planet. Und hier, wenn wir auf die einzelnen Dinge draufgehen, jetzt zeige ich das Ihnen, das ist unsere Erde. Und da ist der Komet. Hier ist unsere Erde. Und dann sehen Sie, jetzt umkreist er die Sonne. Und jetzt kommt er auf die andere Seite wieder. Und hier ist dann die Erde ihm am nächsten. Also ganz tolle Animationen, die wir uns hier anschauen können. Und hier oben läuft auch die Zeit, wo der Komet ist. November, jetzt haben wir Dezember, 6.7. und unsere Erde ist auf der Seite, also sehen wir ihn in westlicher Richtung. Dann gibt es hier noch einen Haufen Informationen dazu, wann ist Ison zu sehen. Und dann sind hier wieder die ganzen Bewegungsdaten drin, also unglaublich toll, was man hier gemacht hat, um uns da zu helfen und auch zu zeigen, wie die ganze Sache da zusammengefügt wird. Jetzt gehe ich noch mal zwei zurück. Ja, hallo. So. Wo ist Ison zu sehen? Hier finden Sie drei Grafiken, die veranschaulichen sollten, wie der Komet Ison an unterschiedlichen Orten und Zeiten am Himmel stehen wird. Hierzu haben wir die Orte Berlin, Teneriffa und gehe ich mal da drauf. Ja, hier Westen, in den Simulationen. Ah, und da können Sie natürlich jetzt sehen, wann Sie den Kometen sehen können. Hier gibt es auch noch eine Sternenkarte zum Drucken. Also wer sich für das ganze Thema der Planeten interessiert, jetzt schauen wir mal da rein. Der will gerade nicht. Warum will er gerade nicht? Der hängt etwas, den greifen wir uns mal wieder und ziehen ihn zurück. Ne, er will immer jetzt. Jetzt sehen Sie ihn, das ist die Erde, Westrichtung. Und da sehen wir die einzelnen Sternenbilder. Also wirklich, haben sich die Leute richtig viel Arbeit gemacht auf dieser Seite. Das bewundere ich und finde es ganz toll, dass sie uns solche Dinge zur Verfügung stellen. Und alle, die sich über Kometen und sowas informieren wollen, die nachschauen wollen, in welche Richtung er läuft und von wo er wohin läuft, die können dort nachschauen. Kometen, Erdbeben, Sonnenstürme, Vulkanaktivitäten, was heißt das denn alles für uns?
Heißt das, dass unsere Erde jetzt in Scheiben fällt? Oder heißt es vielleicht, dass wir nur ein bisschen achtsam werden sollen? Und dann gucken wir zurück 100 Jahre, 150 Jahre, 200 Jahre. Und was sehen wir? Wissen Sie, was das ist? Das nennt sich Sinuswelle. Und das ist die Bewegung, einen natürlichen Rhythmus. Den haben wir als Menschen auch. Morgens, wenn wir aufstehen, geht unsere Fitness hoch, dann geht sie wieder runter, irgendwann müssen wir wieder schlafen, dann wird man wieder wach, dann schauen wir uns Ebbe und Flut an, schauen wir uns alle möglichen Dinge an. Die Menstruation der Frauen, Eisprung, brrz, Menstruation, Eisprung, brrz, immer in einem gewissen Rhythmus. Warum soll unser Universum, unsere ganze Galaxie, unsere Milchstraße, unser Sonnensystem, unser Planet nicht auch einem Rhythmus unterliegen? Und wenn Sie heute im Internet sich mal schlau machen über das ganze Thema Erderwärmung, Klimaveränderungen und so weiter, es gab immer Zeiten, wo es auf der Erde kälter war und es gab wieder Zeiten, wo es wärmer war. Und dann gibt es immer die aus allem versuchen, Geld zu schlagen. Und wären wir jetzt in der anderen Richtung, dann würde man wahrscheinlich uns versuchen, neue Heizungen zu verkaufen und mehr die Häuser zu dämmen und sonst irgendwas, weil man uns erzählen würde, es kommt eine neue Eiszeit. Wenn es ein paar Grad kälter wird, ja, dann wird es halt mal ein paar Grad kälter. Wir sind doch Menschen, wir sind doch intelligente Wesen, dann schützen wir uns vor der Kälte. Und wenn es jetzt wärmer wird, dann müssen wir uns einfach mal überlegen, wie wir der Wärme begegnen können. Und wenn es plötzlich in der Schweiz italienische Temperaturen kriegt, ja, dann müssen wir uns halt umstellen und müssen das anpflanzen, was dann bei den Temperaturen wächst. Oder meint wirklich jemand, er könnte mit Schwefel, Aluminiumoxid und anderen Dingen eine Erderwärmung verhindern? Und die wahnsinnigen Konsequenzen, die man heute schon Aluminium zuschreibt, die würden dann einfach nicht passieren? Oder was denkt man sich da dabei? Oder ist das alles so ein Spiel, was da zusammengewürfelt wird, wo man dann einmal versucht zu gucken, was denn so passiert? Wir haben das ja mit allen möglichen Technologien und Mitteln, die auf den Markt gebracht werden und wo dann Grenzwerte festgesetzt sind. Mittlerweile ist der Grenzwert gewachsen. Schauen Sie sich Radioaktivität an. Schauen Sie in alte Unterlagen hinein. Auf Seiten im Internet finden Sie das auch. Ich habe mal in alte Bücher geschaut, die 20 Jahre alt sind. Siehe da, plötzlich ist der genehmigte Wert für radioaktive Belastung von unterschiedlichen radioaktiven Materialien bis zu 1000-mal höher. Sie hören richtig, 1000-mal. So einfach ist das. Ich treffe keine Maßnahmen, dass das mit dieser Radioaktivität aufhört. Nein, ich gehe einfach hin und setze den Grenzwert höher. Was dann die Konsequenz ist, das müssen ja die Menschen im Einzelnen dann mit sich ausmachen. Und ob man dann das zurückverfolgen kann, ach ja, und wenn es einer verfolgt, dann klagen wir und dann zahlen wir den vor Gericht und dann muss der mal ein Jahr einen Prozess durchstehen. Und wer will das, wer kann das? Niemand. Also worum geht's? Es geht immer nur um systemrelevante Dinge. Und das Wichtigste muss in unserer Welt sein, die Systeme den Menschen anzupassen und nicht die Menschen den Systemen. Weil das wird momentan sehr viel gemacht auf dieser Welt. Man versucht die Menschen, und mein Lieblingssatz seit dem Film Alphabet, 98% unserer Kinder kommen hochbegabt zur Welt, nach der Schule sind es noch 2%. Das sagt mir alles, denn dort wird gleich geschaltet, gleich gerichtet und versucht, uns alle in ein Regelwerk hineinzupressen. Das ist unnötig und es ist überflüssig meiner Meinung nach. Warum? Weil wir alle Individuen sind und in einer Gesellschaft. Das merken wir schon in Partnerschaften. Beobachten Sie mal Kinder auf dem Spielplatz, wenn sie die in Ruhe lassen, wenn die Eltern nicht meinen, sie müssten sich dauernd einmischen, wenn die Kinder miteinander agieren. Wenn Kinder aus harmonischem Umfeld kommen, müssten Sie mal beobachten, wie die miteinander spielen. Wenn Kinder aus aggressivem oder schwachem Umfeld kommen, wo vielleicht Alkohol im Spiel ist in der Familie, wo Aggression im Spiel ist, wo schlechte Ernährung und schlechte Gewohnheiten im Spiel sind, genauso verhalten die sich dann draußen. Und siehe da, wenn man die zusammentut, haben am Schluss die Oberhand, die harmonisch miteinander umgehen. Denn sie grenzen sich ab und plötzlich sehen die anderen, dass es so besser geht. Also warum können wir das nicht als Erwachsene mehr lernen? Warum können wir als Erwachsene nicht verstehen, dass Harmonie der viel bessere Weg ist als Konfrontation? Und dass wir ständig allem entgegnen wollen, vor allen Dingen, dass wir so dreist sind zu denken, also ich nicht, dass wir, danke Konstanze, dass wir auf die das tun, denken immer noch, wir könnten die Welt verändern.
Einen Blödsinn können wir. Wir können sie nicht verändern. Wissen Sie, was sie verändern können? Sich selbst. Und wenn alle Menschen sich verändern, dann verändert sich die Welt. Und das ist so ein Punkt, wo ich immer sage, fangt doch alle bei euch selbst an. Überprüft, was ihr esst, überprüft, was ihr trinkt, überprüft, was ihr denkt, überprüft, wie ihr handelt. Jetzt kommt wieder Weihnachten und alle sitzen da und sagen, oh, was hat heute Nico rausgebracht? Ja, da sind wir natürlich immer gleich dabei. Aber den tieferen Sinn zu sehen, was Schenken eigentlich bedeutet, das vergessen wir immer. Also heißt es doch für uns, wir müssen anfangen, zu uns selbst zu finden. Jeder auf seine Art, jeder zu seiner Zeit und jeder auf seinem Weg. Und nur, wir werden nicht drum herum kommen. Egal, was Sie alles hören und lesen, ich bin der festen Meinung, dass diese Veränderungen Zug um Zug auf uns Einfluss nehmen. Wir können sie annehmen oder wir können sie ablehnen und bleiben dann irgendwo auf der Strecke. Nehmen Sie sie an, unsere wunderbare Welt. In diesem Sinne, einen schönen Abend und eine gute Nacht. timetodo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.